Ich weiß, dass man hier das nicht so gern hört, aber dann saufe ich auch mal eins. Aber dann haben wir das 1-1 gemacht und dann bin ich rübergerannt, kriegte ich nur die gelbe Karte, weil ich dann zum Gegnerstrainer geschrien habe. Ich geschrien, Dragan, jetzt fressen wir euch auf, Junge. In der Kabine, da ging die Post ab, aber noch schöner war abends, wenn wir getanzt haben und dann waren wir in so einer Bar da irgendwo am Lützow-Ufer und haben wir getrunken. Ich trinke normalerweise keinen Alkohol, es sei denn, Hermann Gerland kommt mal zum, dann trinke ich mit ihm Whisky Cola. Aber ich habe den Jungs gesagt, wenn wir den Pokal holen, ich weiß, dass man hier das nicht so gern hört, aber dann saufe ich auch mal ein. Ich habe nur meine Frau gebeten, dass sie mich festhält, wenn ich umfallen sollte. Dieses Gefühl, als erste jüdische Mannschaft diesen Pokal, also beziehungsweise die erste Hauptrunde zu erreichen, war toll.